Er ist einer der beliebtesten Schlagermoderatoren überhaupt. Seit vielen Jahren begeistert Florian Silbereisen die Zuschauer mit seinen unterhaltsamen Shows. 2024 feiert der sympathische Sänger ein großes Jubiläum, denn er ist seit 20 Jahren als Moderator tätig. Wie sah Florian Silbereisen in seiner allerersten Show aus? Am 7. Februar 2004 stand Florian Silbereisen zum ersten Mal als Moderator einer Schlagershow auf der Bühne. Mit gerade einmal 22 Jahren führte er durch die Sendung Winterfest der Volksmusik. Ich war da, glaube ich, unfassbar aufgeregt, erinnert sich der Sänger in der NDR-Doku 70 Jahre Samstagabendshow. 2004 hatte Carmen Nebel als Moderatorin der Feste-Shows aufgehört und Flori wurde ihr Nachfolger. Florian Silbereisen blieb dieser Abend für immer im Gedächtnis. Könnte man meinen, doch es ist ganz anders. Ich habe daran keine Erinnerungen. Ich weiß erst wieder, als die Show vorbei war, dass dann natürlich eine große Erleichterung kam. An einen besonderen Gast in seiner allerersten Show kann sich Florian Silbereisen aber noch gut erinnern. Die Begegnung, für die ich immer mein Leben lang dankbar sein werde, ist, dass Mireille Mathieu in meiner allerersten Sendung mit dabei war. Mittlerweile hat der Schlagerstar unzählige Shows moderiert und hunderte Gäste auf der Bühne begrüßt. Und dass Flori stets mit Herz und Leidenschaft dabei ist, merken die Zuschauer ganz gewiss.